Einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Sigmar Gabriel und Andrea Nahles. Ich habe zwei Fragen an Sie beide gerichtet. Zunächst mal, wie würden Sie, Herr Gabriel, rückblickend die Kommunikation in der Causa Sarrazin in den vergangenen Tagen bewerten? Ist das verbesserungsfähig? Und zum anderen zu Ihrem Vorschlag, den Migrantenanteil zu erhöhen. Was ist denn ein Sozialdemokrat mit Migrationshintergrund? Also wie weit geht das zurück? Sind die Kinder, die Neil Schmidt vielleicht mal haben wird, sind das sozusagen Sozialdemokraten mit Migrationshintergrund und so weiter? Wie grenzt man das ab? Frau Nahles und ich haben darüber ein bisschen debattiert, weil natürlich, weil wir über Quote reden, ist es relativ einfach, bei Männern und Frauen den Unterschied festzustellen. Beim Thema Migrantinnen und Migranten müssen Sie sich entscheiden, nehmen Sie zweite Generation, nehmen Sie dritte Generation, nur erste. Das Statistische Bundesamt liefert dafür eine Antwort und sagt, dass es bis in die dritte Generation Menschen mit entweder eigener oder mit familiärer Migrationserfahrung sind. So berechnet das Statistische Bundesamt den Anteil der Migrationsbevölkerung in Deutschland. Das sind etwas mehr als 19%. Wenn Sie es beziehen auf die Mitglieder in der SPD, dann sind es mehr als 10%. Ich glaube, wir haben etwa 14%. Wir haben gesagt, wir wollen mit mindestens 15% beginnen. Natürlich auch den Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund in der SPD steigern. Von daher bewegen wir uns sozusagen in Richtung dieser Definition des Statistischen Bundesamtes. Die werden wir übernehmen. Das ist die, die sozusagen offiziell in Deutschland existiert. Das sind übrigens die Aussiedlerinnen und Aussiedler dabei, weil sie ja auch eine andere kulturelle Erfahrung und die Erfahrung mit sich bringen, wie es sich in sozusagen einem Land lebt, in das man mit seiner Familie neu hineinkommt. Es geht ja bei diesen Quoten nie um formale Geschichten, sondern bei der Frauenquote auch ging es immer um die Frage, dass die Lebenswirklichkeit und die Perspektive auf den Alltag eben unterschiedlich ist zwischen Männern und Frauen und auch zwischen Menschen mit Migrationshintergrund und ohne. Und diese Lebenswirklichkeit stärker in die Politik zu holen, das ist ja der Inhalt solcher Quoten. Und das wäre die Antwort. Die zweite Frage, ist das verbesserungsfähig? Es ist wünschenswert, wenn es anders gelaufen wäre. Ich glaube nicht, dass wir eine reale Chance gehabt haben, die Kommunikation anders zu machen und dass das zu Ärger führt. Ein solches Verfahren, eine solche Entscheidung, das liegt auf der Hand. Das wussten Andrea Nahles und ich am Anfang. Deswegen haben wir übrigens am Anfang natürlich auch den Versuch unternommen, eine solche Erklärung, wie Herr Sarrazin jetzt unterschrieben hat, mit ihm zu verhandeln. Das haben Menschen für uns getan in der SPD. Das hat er damals abgelehnt zu Beginn des Verfahrens. Und dann haben wir uns in die unerfüllbare Aufgabe gestürzt, dieses Problem sozusagen in der SPD und in der Öffentlichkeit in der Weise zu behandeln, wie wir es getan haben. Dass das Konfliktstoff beinhaltet und Leute auch verärgert sind, darüber ist klar. Und natürlich hat die Debatte in dem Bundesarbeitskreis Migration, die übrigens älter ist als der Fall, also ich glaube, dieser Beschluss der Quote, ist schon ein paar Monate alt. Aber natürlich hat das eine sozusagen zusätzliche Dynamik ausgelöst, doch klar. Herr Gabriel, gab es denn zu der Entscheidung, die ja Frau Nahles mit herbeigeführt hat, jetzt im Präsidium auch kritische Stimmen? Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Herr Wowereit etwa ist ja auffallend wortkarg in diesen Tagen. Ich habe ausdrücklich in der Präsidiumsschalte gefragt, ob es sozusagen zu der Entscheidung und zu dem Verfahren grundsätzlich andere Auffassungen gibt. Ich habe heute in der Schalte gesagt, es geht jetzt im Kern, das muss ich heute fragen nach der Debatte im Präsidium darum, ob es Kritik an der Entscheidung gibt und an dem Verfahren. Das auch in der Telefonschalte war meiner Auffassung nach notwendig, diese Frage zu stellen. Die Antwort war nein. Es hat keinerlei Kritik daran gegeben. Es gab die Bitte von Ralf Stegner, in einer der kommenden Präsidiumssitzungen noch mal über die Frage zu reden, wie man eigentlich mit solchen Problemen insgesamt in Zukunft umgehen will, weil es ja auch sowas immer wieder geben kann. Aber es war ein sehr allgemeiner Hinweis. Im Gegenteil, es ist sozusagen die Unterstützung des jetzigen Verfahrens und der Entscheidung von allen dort mitgetragen worden. Entkräftet die Erklärung von Herrn Sarrazin die von Ihnen erhobenen Vorwürfe unter anderem in der Zeit? Die Schiedskommission hat dieser Erklärung Glauben geschenkt und geht davon aus, dass das die sozusagen Vorwürfe entkräftet. Meine Position ist, dass die Zeit zeigen wird, ob Herr Sarrazin tatsächlich der Überzeugung ist, dass er diese Form der öffentlichen Debatte über Bevölkerungspolitik nicht wiederholen darf. Ich persönlich, wenn Sie mich nach meiner Auffassung fragen, sage Ihnen, dass für mich
die Zweifel an den Thesen, die Herr Sarrazin erhoben hat, keineswegs ausgeräumt sind. Aber das habe ich nun mehrfach auch in Interviews gesagt. Das ändert nichts an der Entscheidung der Schiedskommission, die ich als Parteivorsitzender zu akzeptieren habe. Auch das habe ich mehrfach gesagt. Herr Dömens, bitte. Ja, wäre es dann nicht zumindest richtig gewesen, also eine Rüge auszusprechen an Herrn Sarrazin? Wäre das nicht in Ihrem Sinne gewesen? Meine Bitte wäre, dass Sie solche Fragen die Vorsitzenden der Schiedskommission stellen. Darüber kann man trefflich philosophieren. Die Schiedskommission hat dies aber nicht in Erwägung gezogen, hat es vielleicht in Erwägung gezogen, ist aber dann in eine andere Richtung gelaufen. Und die Formulierungen, das kann aber Frau Nahles besser sagen als ich, die da in der Erklärung drinstehen, stammen, glaube ich, im Wesentlichen aus der Feder der Vorsitzenden der Schiedskommission. Ja, ich möchte noch mal betonen, dass auch ein einstimmiger Beschluss des Parteivorstandes der SPD, so wohlbegründet er in diesem Falle gewesen ist, schlicht nicht reicht, um den Parteiausschuss zu erreichen, sondern es gibt auch ein faires Verfahren, die Schiedskommission, und das steht jedem Parteimitglied zur Verfügung, sodass wir auch nicht entscheiden können, was wäre uns denn der liebste Ausgang gewesen. Das würde uns gefallen haben, aber diese Möglichkeit steht uns und stand uns nicht zur Verfügung. Ich weise da noch mal darauf hin, weil es in der Öffentlichkeit teilweise auch schlichtweg nicht bekannt ist, dass wir eine unabhängige Schiedskommission haben und keine, die politischen Beschlüssen zu folgen hat. Vor Gericht und davor See sind Sie allein in Gottes Hand, und in der Regel kriegen Sie nicht Recht, sondern ein Urteil. Und so ist uns das auch gegangen. Gleichwohl, Herr Gabriel, hätte Ihnen ja durchaus der Weg offen gestanden, in die Berufung zu gehen. Wenn Sie Zweifel an der Erklärung von Herrn Sarrazin haben, wie Sie es gerade dargestellt haben, dann verstehe ich nicht, wieso man nicht gesagt hat, okay, das Urteil können wir so oder diesen Vergleich können wir so nicht schließen. Weil es nicht um meine Zweifel geht, sondern ob die Schiedskommission diese Zweifel hat. Aber Frau Nahles. Ja, ich möchte auch noch mal an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, dass die Erklärung von Thilo Sarrazin für sich genommen ernst genommen wurde von allen Beteiligten an diesem Verfahren, und ich hoffe, er nimmt sie selbst auch ernst. Sie sagen gerade, die Erklärung wurde von allen Beteiligten an diesem Verfahren ernst genommen. Sie selber waren ja nun auch beteiligt. Das heißt, Sie glauben Thilo Sarrazin? Ich habe dieser Erklärung zugestimmt und damit auch den Weg der Berufung nicht mehr ermöglicht. Wir haben vor dem Verfahren, bevor wir die Klageschrift verschickt haben, Herrn Sarrazin anbieten lassen, eine solche Erklärung sogar schwächer als diese zu unterschreiben, damit wir diese Klageschrift erst gar nicht verschicken müssen. Das hat Herr Sarrazin abgelehnt, weil wir natürlich auch selber wussten, dass ein solches Verfahren schwierig ist, in der Öffentlichkeit zu begründen, weil viele Leute Meinungsfreiheit in der Partei mit Meinungsfreiheit in einer Gesellschaft verwechseln, weil wir nicht wissen, wie so ein Verfahren ausgeht, weil wir wissen, dass das deutsche Parteienrecht aus guten Gründen den Ausschluss aus Parteien schwer macht. Das sind die Erfahrungen mit kommunistischen Parteisäuberungen, die im deutschen Parteienrecht, das alles haben wir vorher beraten. Und wir haben unmittelbar vor der Sitzung beraten, welche denkbaren Varianten rauskommen können. Unter anderem wusste Frau Nahles, dass es sein kann, dass eine sehr schwache Erklärung von Herrn Sarrazin vorgelegt wird. Das ist ja dann auch über Herrn Donani erfolgt. Und wir haben gesagt, das werden wir nicht akzeptieren, sondern das Mindeste ist, dass er das akzeptieren muss, was wir vor dem Beginn des Verfahrens ihm vorgeschlagen haben oder was andere in unserem Namen ihm vorgeschlagen haben. Dass er dann bereit war, sogar noch mehr zu unterschreiben, hat dann dazu geführt, und das hatten wir verabredet vorher, dass wir sagen, okay, wenn das auch die Berliner und auch die Frankfurter ebenso sehen, dann versuchen wir diese Brücke zwischen Thilo Sarrazin und der SPD. Ob diese Brücke trägt, wird die Zeit zeigen. Dass ein Buch ein politisches Statement ist, das über ein paar hundert Seiten mit dem Titel Deutschland schafft sich ab, sozusagen erstmal existiert und millionenfach verkauft worden ist, und daneben eine Erklärung steht, die ein Teil dieses Buches, ich halte ihn für den Kern des Buches, in Frage stellt. Und das dann sozusagen, man sagt, was steht eigentlich in dem Buch, was steht in der Erklärung und stimmt es eigentlich überein? Das liegt auf der Hand, dass dieser Widerspruch natürlich möglich ist. Aber die Frage, vor der Frau Nahles stand und die, vor der wir beide standen, ist, wenn er das macht und sich von dem Kernvorwurf des Sozialdarwinismus distanziert, lohnt sich dann eine monatelange Auseinandersetzung über die Frage, ob diese Erklärung und die Distanzierung glaubwürdig ist oder nicht? Und wie würde dann eigentlich das Landesschiedsgericht entscheiden? Und wie stark sinken die Erfolgschancen eines Ausschussverfahrens, wenn Herr Sarrazin
etwas öffentlich erklärt, was er vor Monaten nicht bereit war zu unterschreiben und zu erklären. Und da hat Frau Nahles eine Entscheidung getroffen, die ich absolut nachvollziehbar finde, die das Präsidium heute gebilligt hat und die, davon gehe ich aus, auch der Parteivorstand billigen wird. Frau Nahles und Herr Gabriel, es hat ja nun im Zuge dieser Debatte um Herrn Sarrazin auch Berichte gegeben, die Ihr persönliches Verhältnis betreffen. Vielleicht sagen Sie einfach jeweils einen Satz dazu, wie gern Sie sich haben. Hase sage ich immer noch nicht zu ihr. Ja, das würde, sie sich übrigens, würde sich übrigens Ihr Ehemann vermutlich auch verbitten, ja, oder? Ja, das glaube ich. Meine Freundin auch. Aber es ist natürlich auch absoluter Zufall, dass wir heute gemeinsam hier sind. Ja. Es kommt ganz spontan. Herr Dümmens. Herr Gabel, Sie haben gesagt, man muss gucken, ob der Sarrazin diese Brücke geht, die wir eben da gebaut haben. Aber was passiert denn, wenn er von der Brücke runterspringt, also wenn er die Brücke einfach verweigert? Also wer von der Brücke springt, dem geht es hinterher nicht gut. Das ist meine Lebenserfahrung. Ich bin mal von einer gesprungen. Also. Nee, aber ich meine, wenn er nun das widerruft, das ist ja nicht ganz auszuschließen. Sie haben ja selber gesagt, dass Sie Zweifel an der Erklärung haben. Dann machen wir eine neue Pressekonferenz und Sie fragen mich das wieder. Bin ziemlich sicher. Gibt es weitere Fragen? Jetzt gehen wir beide gemeinschaftlich. Tja. Es geht uns gut dabei. Ja. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.